Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren meiner Drittanbieter-Tutorials. Heute wollen wir uns gemeinsam die Seite inara.cz ansehen. Wird in vielen meiner Videos erwähnt. Hier wollen wir uns heute ein bisschen darum kümmern, warum genau. Zunächst mal, wenn ihr die Seite betretet, habt ihr die Möglichkeit, nach ganz unten zu scrollen und dort irgendwo hier die Sprache erstmal auf Deutsch umzustellen. Das ist relativ gut, auch wenn ihr Englisch versteht, da natürlich dann auch die Waren und so weiter, die hier angezeigt werden, auch in deutscher Sprache da sind. Und ja, ich sag mal, wenn ihr das Spiel auf Deutsch habt, ist es vielleicht nicht verkehrt, wenn man etwas sucht. Man findet es so wesentlich schneller. Ihr könnt euch anmelden. Das habe ich jetzt hier schon mal gemacht. Das hat ein paar kleinere Vorteile. Zum Beispiel könnt ihr hier oben rechts dann auf euren Namen klicken und sagen, importiere Frontier-Daten. Wenn ihr das macht, dann zieht sich Inara schon mal automatisiert euren aktuellen Standort, eure gesamten Flottendaten, Creditdaten und so weiter und so fort. Parallel könnt ihr auch hier eine API abrufen in diesem Bereich. Mit der API könnt ihr zum Beispiel das Tool ED Discovery füttern oder ähnliche Tools. Das sind Drittanbieter-Tools, die laufen im Prinzip im Hintergrund und senden eure Logdaten direkt zu Inara. Dann habt ihr das Ganze nochmal ein bisschen besser. Dieses Importiere Frontier-Daten funktioniert, glaube ich, nur alle 20 Minuten. Das ist also nicht für eine Live-Synchronisierung gedacht. Aber das Ganze ist relativ cool gemacht. Ihr seht halt hier auf einen Blick die Staffel, welcher Macht ihr angehört. Dann seht ihr eure Ränge, Experte, Elite, Elite, zumeist hilflos. Ihr seht die Ränge bei den verschiedenen Großmächten. Ihr seht auch, ja, ich sag mal, das gibt es öfters, das gibt es bei EDSM auch, werden wir auch in dem Tutorial dann noch machen. Es gibt öfters mal so seitenspezifische Belohnungen und Auszeichnungen. Das sind kleine Gimmicks, naja, die braucht man nicht unbedingt. Hier das zum Beispiel habe ich bekommen, weil ich der Reisende bin, halt viel Hyperraumdistanz hinter mir habe und so. Wirklich was kaufen könnt ihr euch davon nicht. Aber ich finde zum Beispiel hier diese Credits-Übersicht relativ gut. Hier sieht man, bei mir hat sich längere Zeit nicht großartig was getan auf dem Hauptcharakter. Und ihr habt eure gesamte Flotte hier vorliegen. Also jedes einzelne Schiff, das ihr besitzt, habt ihr hier mit dabei. Ihr könnt unter Details euch auch tatsächlich die komplette Schiffsausrüstung und so weiter anzeigen lassen. Und wir hatten ja schon das Coriolis-Tutorial. Ihr könnt nach Coriolis exportieren. Da gibt es allerdings ein kleines Problem aktuell, das steht auch hier unten. Im Moment ist es so, dass das Engineering irgendwie nicht vernünftig übertragen wird. Das heißt, über Etsy werdet ihr wahrscheinlich mehr Erfolg haben. Das ist ähnlich wie Coriolis, also auch eine Empfehlung. Ansonsten könnt ihr auch hier draufklicken. Coriolis wird sich wieder öffnen. Das hatten wir, wie gesagt, ja im letzten Tutorial. Das Engineering ist nicht übertragen, aber das kann man ja hier an der Stelle noch gerade einfügen. Das ist relativ simpel. Auf jeden Fall habt ihr auf diese Weise eine Exportmöglichkeit. Und zwar eine ziemlich gute, wie ich finde. Inara ist aber viel mehr als das. Und ich sag euch gleich vorab, ich werde hier auf einige der Funktionen eingehen, aber bei weitem nicht auf alle eingehen können. Guckt mal darauf, wie lange dieses Video schon dauert. Wenn ich hier wirklich auf alle eingehen würde, das würde Ewigkeiten dauern. Eventuell wird es hier einen zweiten Teil von geben, um die meistgestellten Fragen, sag ich mal, zu beantworten, die aus der Community kommen. Könnt ihr gerne unter die Videobeschreibung posten. Oder, wie gesagt, ihr alle kennt die SNPX-Community, die ist ja sehr, sag ich mal, hilfreich, was Neue angeht. Da könnt ihr dann auch nochmal nachfragen und eventuell noch weiterführende Informationen darüber bekommen. Erstmal habt ihr hier eine Gesamtübersicht über euch selbst. Dann habt ihr Ränge und Ruf nochmal zusammengefasst. Ihr seht auch die einzelnen Rangfortschritte. Ruf natürlich dasselbe. Ihr habt auch die Ingenieure, da kommen wir gleich nochmal zu. In meinem kleinen Ingenieurstutorial bin ich schon ein bisschen darauf eingestiegen. Was Inara sehr gut kann, ist euch Überblick verschaffen über das Spiel. Ihr seht auf Anhieb, welche Ingenieure habe ich freigeschaltet? Auf welcher Stufe sind die freigeschaltet? Was muss ich also noch machen? Hier hätten wir zum Beispiel nur Grade 4, da könnten wir also noch was machen. Hier habe ich zum Beispiel nur eine Einladung, da habe ich noch gar nichts gemacht in die Richtung.
weil ich wahrscheinlich bisher den Ingenieur nie für nötig erachtet habe. Auf jeden Fall seht ihr auf einen Blick, wo bin ich schon, und vor allem durch diese Pfeile auch die Querverweise. Ja, wenn ich also Marsha Higgs freischalten möchte, dann muss ich das über The Dweller tun. Ich kann hier mal draufklicken und sehe dann auch hier, aha, wie man die entdeckt von The Dweller Grade 3 bis 4. Wenn ich also den Dweller auf Grade 3 bis 4 habe, dann wird er mir erzählen, oh, es gibt auch eine Marsha Higgs, ne? Und dadurch finde ich sie. Und so baut das alles aufeinander auf. Und das ist hier halt sehr gut und sehr easy nachzuvollziehen. Wenn ich also einen Ingenieur suche oder zum Beispiel wissen möchte, ob ich den schon freigeschaltet habe, kann ich das an der Stelle machen. Alles andere verweise ich auf Ingenieurs-Tutorial. Das geht dann noch ein bisschen genauer darauf ein. Auch, dass ich hier draufklicken kann, sag ich mal, um dann rauszufinden, was brauche ich, um Powerplant auf Low Emissions zu machen. Der zeigt mir dann hier ganz genau an, was gebraucht wird. Dadurch, dass ich meine Spieldaten importiert habe und auch eingeloggt bin, kann ich auch sehen, wie viel ich aktuell habe. Ich könnte also zum Beispiel die Powerplant, ich weiß gar nicht, warum das jetzt hier auf Englisch angezeigt wird. Wir haben ja auf Deutsch geklickt. Naja, egal. Das Kraftwerk könnte ich also hier auf Low Emissions bringen. Und ich sehe also auch die Herstellungskosten. Ich könnte Grade 1 könnte ich 267 Mal. Grade 2 19. Grade 4 25 und bei Grade 5, natürlich, da werden die Engineering-Materialien ja auch teurer, das könnte ich nur zweimal herstellen, das würde also vermutlich nicht reichen, das heißt zweimal den Knopf drücken, es würde wahrscheinlich nicht reichen, um den Grade vollständig voll zu bekommen. Ich würde hier mindestens 5 oder 6 Mal brauchen, um halt das Ende dieses Grade 5 auch zu erreichen. Experimentelle Effekte, dasselbe. Ich sehe also hier schon, wie viele Materialien ich habe und ob ich diesen experimentellen Effekt mit den Materialien, die ich schon gesammelt habe, auch anwenden kann. Relativ cool. Deswegen dieses Einloggen und das Verbinden des Frontier-Accounts, das hat so seine Vorteile. Jetzt loggen wir uns mal aus, einfach um zu zeigen, wie es ohne das Einloggen aussieht und funktioniert. Denn auch damit kann man schon verdammt viel machen. Erstmal ist Inara ein guter Ort, um Waren zu suchen. Ich habe hier oben relativ easy alles, was ich machen kann. Ich kann zum Beispiel auf Galaxie drücken. Was hier an der Stelle vielleicht erwähnenswert ist, wenn ich mit der Hintergrundsimulation arbeite, dann ist Inara eine tolle Sache. Da kann ich mir einzelne Fraktionen aufrufen. Ich kann also hier jetzt zum Beispiel den Namen der Stellar Nebula Fraktion eingeben. Dann wird die aufgerufen, ich sehe das Heimatsystem, ich sehe aber noch viel, viel mehr als das. Ich kann hiermit die Hintergrundsimulation so ein bisschen steuern. Ich kann nämlich jetzt sagen, zeige mir das System IP117.029. Dann wird mir hier angezeigt, so sieht es in diesem System aktuell aus. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine dieser Fraktionen in einen Krieg, in Wahlen oder sonst irgendwie verwickeln möchte, dann kann ich hiermit arbeiten. Dann sehe ich, aktuell haben wir 60%. Wenn ich jetzt Krieg gegen die Legal Holdings führen möchte, weil die zum Beispiel, okay, wir besitzen jetzt hier in dem System schon alles, aber nehmen wir mal an, das Neumann-Dock, das wäre jetzt in den Händen der Legal Holdings. Dann wüsste ich, ich muss also die Anweisung geben, dass wir alle Missionen für die Legal Holdings machen, damit wir uns angleichen von der Prozentzahl her. Haben wir dieselbe Prozentzahl, plus minus 5%, wird automatisch ein Konflikt in die Wege geleitet. Und wer den gewinnt, der bekommt die Station. Das ist natürlich an der Stelle jetzt sehr vereinfacht dargestellt, aber das ist auch nicht das BGS-Tutorial. Das heißt, es gibt auch Situationen, in denen dann kein Konflikt ausbricht und so weiter, aber dazu später mehr. Also ich kann mein BGS-Play, meine gesamte Hintergrundsimulation, hiermit super gut koordinieren. Zum Beispiel kann ich auch nachsehen, was für Systeme in der Nähe sind und wo ich zum Beispiel hin expandieren könnte. Dazu muss ich ganz einfach auf nächste bewohnte Systeme klicken. Und da gehen wir in der im BGS-Tutorial noch ganz genau drauf ein. Es gibt also spezielle Variationen, in welche Systeme man dann expandieren könnte. Und hier an dieser Übersicht kann ich wunderbar feststellen, welches System wahrscheinlich in Frage kommt und in welches System die nächste Expansion vermutlich gehen wird. Das ist relativ cool gemacht. Ich kann auch sehen, ob zum Beispiel Spielerfraktionen in meiner Nähe sind.
Was noch sehr, sehr wichtig ist bei Inara, ihr werdet ja oft unterwegs sein und gewisse Waren handeln wollen. Denn wie oft ist man, sag ich mal, in einer Situation, wo man sagt, ich brauche jetzt exakt die und die Ware, sei es für ein Community Goal, sei es um irgendwas freizuschalten, ja, zum Beispiel den Guardian FSA Booster, da brauche ich gewisse Materialien für, zum Beispiel die HN Shock Dämpfer, glaube ich, hießen sie. Da kann ich hier oben drauf drücken auf den Warenmarkt. Und das ist eine super spannende Sache. Da kann ich mir ganz einfach anzeigen lassen, was ich suche und was alles in meiner Nähe ist. Jetzt gehen wir hier erstmal auf Güter, suchen uns zum Beispiel, lass uns mal die HM-Dämpferaufhängungen hießen sie, okay, leicht daneben. Die HM-Dämpferaufhängungen, lass uns die mal nehmen. Ja, dann wird mir hier eine Liste angezeigt, wo es die zu kaufen gibt. Und hier kann ich sagen, Nähe Sternensystem. Wenn ich jetzt eingeloggt wäre, würde er natürlich wissen, wo in der Galaxie ich mich befinde und mir automatisch anzeigen, was in der Nähe ist. Jetzt müsste ich hier zum Beispiel, sagen wir mal, das Sol-System eingeben. Und suche dann HN-Dämpferaufhängungen in der Nähe von Sol. Hier kann ich mir anschauen, was kosten die gerade aktuell? Also wo sind die auch günstiger unter Umständen? Und kann mir dann hier die Carrier zum Beispiel rausfiltern. Das mache ich eigentlich immer, weil ich die Carrier nicht sehen möchte. Ich kaufe halt lieber in Stationen, aber das ist ganz individuell. Und kann dann im Prinzip feststellen, wie weit, wie viele Lichtjahre das Ganze von mir entfernt ist. Also, ne, ich nehme natürlich dann nicht irgendwas, was weiß ich, in Kolonia ist oder so, sondern sage, ah, guck mal, hier gibt's HN-Dämpferaufhängungen, 98 Lichtjahre von mir entfernt oder sogar schon 63. Und fliegt dann darüber. Wenn ich Handelsmissionen mache, ist auch das hier ein interessanter Wert. Die Stationsentfernung in Lichtsekunden vom Stern. Es kann also durchaus sein, je nachdem in welchem System ich mich befinde oder welches in der Nähe ist, dass, ich sag mal, 100.000 Lichtsekunden die Station vom Stern entfernt ist. Das bedeutet, ich müsste unheimlich viel Zeit für den Supercruise-Flug aufwenden. Was natürlich sinnlos ist, wenn ich, sag ich mal, 2 Lichtjahre weiterspringe, was ja überhaupt nicht stört, könnte ich unter Umständen dann eine Station erreichen, die nur 100 Lichtsekunden vom Stern entfernt ist. Das ist also etwas, wo ich nochmal extrem drauf achten muss, wenn ich unterwegs bin. Zeit ist Geld. Wie gesagt, guckt euch hier mal in aller Ruhe um. Es gibt noch ganz, ganz viele weitere Funktionen, auf die ich jetzt wirklich nicht alle eingehen kann. Wie gesagt, ich gebe eine grobe Übersicht. Was natürlich noch extrem wichtig ist, wenn ihr Handelsrouten fliegt, dann reicht es natürlich nicht, nur den Best Export rauszusuchen. Also Best Export ist immer aus Sicht der Station. Die Station exportiert, ich kaufe den besten Kaufpreis, sondern ihr müsst auch unter Best Import schauen, welche Station am teuersten ankauft. Wir gehen nochmal zurück in den Galaxie-Tab. Manche von euch machen ja Powerplay. Und hier ist halt interessant, dass ihr die Mächte auch anwählen könnt. Wie gesagt, im Prinzip ist das eine riesige Wissensdatenbank. Dann können wir zum Beispiel mal schauen, Aisling Duval, was bringt uns das Ganze? Auswirkungen und Belohnung. Wenn wir uns mit ihr alliieren und mit ihr zusammenarbeiten, können wir ab einem gewissen Punkt gewisse Vorteile erzielen. Diese Vorteile können wir uns hier direkt übersichtlich anschauen. Dasselbe gilt natürlich für alle anderen Powerplay-Fraktionen. Ich möchte jetzt nicht hier eine bevorzugen, aber irgendworan muss ich es ja erklären. So, ich habe mich hier an der Stelle nochmal eingeloggt. Unter Staffel könnt ihr einer beliebigen Staffel beitreten. Das ist im Prinzip unabhängig von dem, wo ihr in-game unterwegs seid. Es ist halt so, man sollte natürlich dieselbe Staffel sich aussuchen, die man in-game sich ausgesucht hat. Aber es wird nicht automatisch übernommen, wenn ihr die Frontier-Daten importiert. Ihr müsst halt hier auch der Staffel manuell beitreten. Dann habt ihr die Möglichkeiten, Inara geht da ein bisschen weiter. Ich meine, ob es sinnvoll ist oder nicht, ist jedem selber überlassen. Aber zum Beispiel kann man hier sehen, Stellar Nebula Project ist halt die Staffel, mit der wir unterwegs sind. Die ist auf PC, Xbox und PS4. Die hat die und die Mitglieder in Inara. In Inara. In-game haben wir mehr, aber es ist ja auch nicht jeder bei Inara, was natürlich jedem völlig frei überlassen ist. Man hat aber auch die Möglichkeit, Bündnisse mit anderen Staffeln zu vereinbaren. Also hier sieht man, wir sind im Bündnis mit den besonders lustigen Astronauten unterwegs, mit dem Bloodfox Tribe, mit Brotherhood of Helvetia, mit Colonia Skippers, mit den Explorers on Tour und mit Commander Burr und seiner Burr-Pit-Staffel. Das heißt, man unterstützt sich so ein bisschen gegenseitig. Ich meine, letzten Endes ist ja nur so ein Hinweis, sag ich mal, an dieser Stelle. Man sieht aber auch ganz genau, wer ist der Staffel beigetreten. Wieder nur diejenigen, die auch in Inara sind, ja.
Und an dieser Stelle könnte jetzt jeder, der dazu berechtigt ist, auch Beitrittsanfragen annehmen und so weiter und so fort. Man sieht aber auch staffelübergreifend dann die Flotte. Das hier sind alle Carrier, die bei uns in der Staffel bei den bei Inara registrierten Leuten hinterlegt sind. Das ist relativ cool. Da kann man sich so ein bisschen Überblick verschaffen. Auch wenn man so eine Staffel führt oder, sag ich mal, so ein bisschen mit für die Koordination zuständig ist, ist das hier eine ziemlich coole Sache. Dasselbe gilt auch fürs Schiffsregister. Da kann man so ein bisschen mal spingsen, was die anderen so fliegen, womit die unterwegs sind. Finde ich eigentlich ganz lustig. Dann gibt es die Fraktionsübersicht. Da wird der Staffel zugehörige Ingame-Faction angezeigt und wer was für die erledigt hat. Das finde ich auch ein bisschen cool, dass man da so ein bisschen eine kleine Übersicht hat. Logbücher. Man kann also privat Roleplay-mäßig hier seine Logbücher hinterlegen, indem man schreibt, was man in-game gemacht hat. Man kann Screenshots hinterlegen und so ein Reisetagebuch führen. Das wird dann hier letzten Endes gespeichert und andere Leute können sich das entsprechend ansehen. Ihr seht also, die Möglichkeiten auf Inara sind nicht gerade in ein paar Minuten zu erklären. Jeder sollte sich die Seite mal wirklich in aller Ruhe, in der ruhigen Minute angucken, schauen, ob sie einem persönlich was bringt, natürlich bevor man einen Benutzeraccount einrichtet. Und wenn man der Meinung ist, ja, das ist nicht verkehrt, auch als Wissensdatenbank gut zu nutzen, kann man das hier an der Stelle gerne machen. Wie gesagt, ich bin schon seit ich Commander bin, seit ich im Spiel angefangen habe, hier registriert, ganz alleine auch aufgrund der Tatsache, dass der Warenmarkt so besonders übersichtlich ist und man schnell und effizient die Güter findet, die man sucht. Das ist so eine ganz, ganz kleine Einführung in Inara. Nächstes Mal gucken wir uns an dieser Stelle länger eddb.io an. Das ist noch eine wichtige Seite. Und ich gebe auch schon mal einen kleinen Ausblick auf EDSM. Das werden wir uns natürlich hier auch noch angucken. Das ist für jeden Explorer die wichtigste Seite, die man sich überhaupt vorstellen kann. Danke, dass ihr die Zeit hattet. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Euer Science Keeper.